Hallo, grüß Mordelandschwein. Hallo, Kollege. Ja, ich bin hier auf dem zukünftigen Maisacker und ich wollte euch ein bisschen erzählen, was ich hier so mache. Maisvlog Nummer keine Ahnung was. Ich bin hier im Fenn, das ist so ein altes Torfgebiet quasi, richtig torfiger Boden hier. Ja, alle sind Druck. Wir haben heute den, was haben wir heute? 17., 18. April? Ich bin so am Arbeiten, ich weiß schon gar nicht, was wir haben. 15, 16, 17, 18. haben wir heute, genau. Ist doch egal. Und auf jeden Fall bin ich unterwegs und zwar habe ich was dabei. Ich muss euch was gestehen. Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Ich muss 3 Hektar mit Roundup behandeln, mit Glyphosat, mit diesem schlimmen Zeug, wo alle Angst vor haben. Ich habe es gerade in die Spritze eingedosiert, ich lebe noch. Ich habe noch keine wirklichen Farbveränderungen festzustellen. Ich hoffe, ich werde den heutigen Tag auch überleben. Nein, Spaß beiseite. Warum mache ich auf dieser Fläche Roundup und auf den anderen Flächen nicht? Problem und Kraut Nummer 1. Hier ist ein ordentlicher Ampfer hier, seht ihr das? Hier vor war Getreide drauf auf dieser Fläche. Da ist der Ampfer schon richtig durchgekommen, trotz Flügen, trotz allem drum und dran. Und der muss jetzt einfach weg. Ansonsten, man sieht schon so richtig hier im Hintergrund, diese ganzen grünen Boppens, das ist alles der Ampfer. Problem Unkraut Nummer 2, und der macht mir mittlerweile echt Sorgen, hatten wir früher nie. Aber es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlichen hier. Upsa, das ist der Kollege hier. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal jemand gezeigt. Das ist der Wiesenkerbel. Und der wird ja mannshoch, entwickelt richtig dicke Stämme, ist unheimlich widerstandsfähig, hat extrem tiefe Wurzeln. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen giftig, muss ich aber jetzt passen. Hört ihr das? Hier in der Ecke ist alles voll Kiebitzer. Man hört die ganze Zeit Kiebitzer. Sehr cool hier. Ja, und das Zeug breitet sich aus. Ich habe aus irgendwelchen Gründen mir das Zeug mal irgendwo eingefangen und ich muss ihn jetzt unterbinden, ansonsten habe ich nachher die Flächen zu. Und wir haben halt Mitte April, genau einen Tag habe ich vergessen, und das Zeug hat sich schon so entwickelt. Stellt euch mal vor, da kommt ein Mais drunter, der hat gar keine Chance. Und wenn er ausnahmt, haben wir im nächsten Jahr hier doppelt so viel stehen. Und deswegen, ja, liebe Kritiker, liebe Glyphosathasser, liebe konventionelle Landwirtschaftshasser, alle die Maßnahmen nicht so toll finden, die ich mache, ich mache es auch nicht gerne, aber von unseren 55 Hektar Mais behandle ich in diesem Jahr 3 mit Glyphosat, weil es nicht anders geht. Nebenbei haben wir hier noch so ein bisschen Kamille drin stehen, Vogelmiere. Das ist jetzt nicht das ganz große Problem. Aber ja, wie gesagt, der Ampfer und der Kerbel macht mir echt Sorgen. Ja, ich wollte mich schuldig bekennen, dass ich Glyphosat einsetze. Deswegen habe ich mich gemeldet. Ja, wenn ihr weiter Fragen habt, verzeiht mir, dass ich euch die Videos oder die Fragen von den Videos nicht alle beantworten kann, weil ich momentan echt viel auf dem Feld bin oder im Stall bin. Und mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit für. Ich versuche immer alle Videos, alle Fragen so ein bisschen zu sammeln und dann mal in die Videos zu beantworten. Ich habe gerade noch eins gemacht, wo so ein paar Fragen beantwortet werden. Ich hoffe, das reicht euch, weil ich bin extrem tippfaul. Seht ihr da hinten? 2 Kiebitze, 3 Kiebitze. Ah, ist schon cool, wenn man hier steht. Genau. Und ja. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, was mit dem Mais passiert. Güllefahren kommt ein Video zu. Da sind wir morgen noch mit dran. Also mit dem Film und mit dem Güllefahren. Und dann geht's weiter. Danke fürs Anklicken, danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao.